Hallo und willkommen zu diesem kurzen Video. Ich mache das zum Anlass, weil ich mir die Ultimate Edition Fallout New Vegas gekauft habe. Und das ist wirklich eigentlich gar nicht mal so einfach. Ich habe nämlich das erst versucht auf der Xbox One zu machen. Das ist ja abwärtskompatibel auf der One. Hier das hier. Das Problem ist allerdings bei der One, dass der ja das Spiel selbst installiert. Das bedeutet, auf der Xbox One wird das Spiel einfach runtergeladen und nicht das, was auf der Disk ist. Und das Problem ist dann auch, wenn ich Disk 2 reinlege bei der Xbox One, es wird nur das normale Fallout New Vegas gestartet. Das ist das Problem bei der Sache. Und das ist ja hier, wie man lesen kann, die Ultimate Edition. Und ich sehe nicht ein, dass ich mir die Ultimate Edition hier hole und dann bei den DLCs bei der Liste die Preise überall sehe. Das sehe ich doch gar nicht ein. Jetzt habe ich es, ich habe halt die Xbox 360 auch, jetzt habe ich es auf der 360 installiert, Disk 1. Und dann hat er auch erst das normale Spiel gestartet. Wenn ich es aber mit Disk 2 starte, dann ist das scheinbar anders. So, hier haben wir es doch. Bin wohl aus Versehen so zurückgegangen. So, Fallout New Vegas, wenn ich das jetzt. Das lässt sich aber eigenartigerweise nicht installieren. Da steht nur starten, löschen und so weiter. Was habe ich denn davon? Skyrim habe ich, Borderlands habe ich nicht. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ist Borderlands jetzt ein Multiplayer-Titel oder ist das ein Singleplayer-Titel? Das weiß ich nämlich nicht. Wenn es ein Singleplayer-Titel ist, so wie Fallout und Skyrim, den man mit mehreren Spielen kann, aber nicht muss, man kann das also komplett alleine spielen, dann überlege ich es mir. Machen wir jetzt starten. Ist ja doof, gerade hat das doch gemacht. Verdammte Axt nochmal, ist das jetzt davor fertig oder was? An update is required to install this expansion pad. Update no. Yes, update no. Hast ja einfach. Auf jeden Fall sieht man ja jetzt, da oben steht auf jeden Fall Fallout New Vegas Ultimate Edition. Ups, im Video sieht man das gar nicht. Da oben, da sehen wir es. Fallout New Vegas, das ist ein wichtiger Unterschied. Während ich bei der normalen Edition ja diese DLCs gar nicht dabei habe. Habe ich hierbei beinhaltet alle vier Erweiterungen: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, plus die beiden Download-Pakete Gunrunners Arsenal und Courier's Stash. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das geht richtig ins Geld, wenn man sich das einzeln runterladen muss. Da kostet eine DLC 19 Euro, der andere DLC, hier, Expansion Pack, das sind die DLCs. Aber ich muss sie nochmal abdrücken. Ah, wie man sieht, kann man eigentlich all. What? Select all. So, und jetzt fängt er an. Endlich mal die Ultimate Edition wirklich zu installieren. Das habe ich mir einfach per eBay geholt. Ich bin immer so faul für 19 Euro. Ich habe sowieso ganz komisch Fallout gespielt. Ich habe mit Fallout 4 habe ich angefangen. Das habe ich mir neu gekauft zum Start. Ich sehe aber auch nicht an, warum ich mir da die DLCs kaufen soll. Das ist das hier. Fallout 4 für PS4. Immer wieder rein. Ich mache das aber so, ich warte auch hier auf eine Ultimate Edition, die wird früher oder später kommen, die gibt es ja auch von Witcher. Eine Ultimate Edition. Da habe ich aber alle DLCs gekauft. Ja, wo, ich bin halt schlau geworden. Und was ich auch noch davon habe, ist, ich bin nicht zu voll aufzustehen, als in die Kamera zu schwenken. Fallout 3 für die Xbox 360. Die normale Version, die habe ich mal in einem An- und Verkauf gesehen für 3 Euro, da habe ich mir die auch geholt. Und jetzt spiele ich Fallout New Vegas. Das ist eine ganz komische Reihenfolge, in der ich das spiele, aber ja. Fallout ist auch eines der Spiele, bei denen mich die Grafik jetzt nicht ganz so sehr
abschreckt. Sagen wir es mal so. Man hat ja gesehen, wie lange das gedauert hat, bis das mal was geworden ist. Disk raus, disk rein. Dann fragt er noch nach der normalen Disk-Version. Wenn man da genügsam ist und dann den Weg des geringsten Widerstands wählt, dann hat man auch schon wieder die normale Version da drauf. Dann legt man halt die normale Version rein, Disk 1, und dann startet er auch nur Disk 1. Da müsst ihr ein bisschen hartnäckig sein, um die Ultimate Edition zu starten. Und bei, ja, vielleicht hole ich mir irgendwann auch im Fallout 3 die Ultimate Edition, um die DLCs zu haben. Irgendwann einmal. Vielleicht auch nicht. Bin mal gespannt, wann Fallout 5 kommt, ob Fallout 5 kommt oder ob da noch was anderes kommt. Wie gesagt, ich werde mich irgendwann für, wenn ich es für 30, 40 Euro krieg, aber nicht für die PS4, sondern dann werde ich wohl komplett von vorne anfangen. Auf der Xbox One werde ich es mir dann holen. Die Fallout 4 Ultimate Edition, wenn die irgendwann mal kommt. Das würde für mich einfach mehr Sinn ergeben. Dann nutze ich mir für die eine Plattform eben dieses Fallout 4, habe ich dann für die andere das Xbox One. Dann ist es nicht ein ganz so grober Doppelkauf. Ich habe mir damals ja auch Tomb Raider 2013 für die PS3 vorbestellt, habe es darauf gespielt und habe es mir dann nochmal, weil ich es für die PlayStation schon gespielt hatte, dann nochmal für die Xbox One geholt. Das war dann die Definitive Edition für die Xbox One. Und Rise of the Tomb Raider, boah, da warte ich auch sehr lange ab. Das sind ja auch wie bei Rise of the Tomb Raider, das hat man, glaube ich, auch schon gratis bekommen. Auf der Xbox One, meine ich zumindest. Bei der Definitive Edition weiß ich's. Die hat man schon für beide Versionen bekommen, Xbox 360 und Xbox One. Als Goldspiel. Weil ich sage, schon, da bringt es nichts. Was ich auch doppelt habe, vielleicht spiele ich es auch, ich habe es jetzt angefangen für die Xbox One, das ist hier Thief. Das hatte ich für die PS4. Und das gab es ja nochmal als Goldtitel. Nein, ich würde da mal schwer getan beim Anfang. Wenn man da entdeckt wird, dann ist man ja schon des Todes. Da ich mich ja anteile, muss ich mich beim nächsten Durchspielen eben besser durchschleichen. Das war auch ein spannendes Spiel. Ich fand Thief auf der PS4 gut. Ich habe es zwar nicht ich habe es, glaube ich, auf einfach gespielt. Da kann man sich da besser durchschleichen. Dieses durch die Stadt durchwandern, das war das Spannende daran. Das einzig Nervende war halt der Endgegner im Raum, bei dem man zwei Optionen hat. Man bringt ihn um oder man knackt das Schloss und flüchtet aus dem Raum. Das ist eine wichtige Option. Wenn man das Spiel ohne. Oh. Das heißt, er will jetzt unmissverständlich die andere Disk sehen, wenn er die rausspuckt. Gears of War 4 Limited Edition Bundle. Boah. Ich bin da kein so großer Fan von Gears of War, dummerweise. Das Problem ist nämlich eigentlich, dass das nur ein Durchrennen ist. Bioshock 2 habe ich auch. Ist das recht? Das ist bestimmt Call of Duty. 75% sparen, da bin ich überhaupt kein Fan von. Solange das ein bisschen, man ist natürlich klar, ein Fantasy-Spiel, dann schießt man auch auf Leute. Aber ich muss nicht, vor allem diese Zweite Weltkrieg etc., ich muss nicht einen realen Krieg nachspielen, als ob das jetzt so wahnsinnig geil ist, da durch den realen Krieg durchzulaufen. Mal gucken, ob das jetzt als, da müsst ihr jetzt als Ultimate Edition starten. Ich kann noch nicht jedes Mal über Umwege Disk 2 reinlegen müssen. Ach, die Lampe ist übrigens sehr störend, merke ich gerade. Am helllichten Tag ergibt die Lampe auch nicht viel Sinn. Was ist denn da immer noch am Spiegeln? Ach, ich habe die Kamerabeleuchtung an. So, jetzt ist besser. Stimmt ja, ich habe ja bei manchen Aufnahmen habe ich ja die Kamerabeleuchtung.
So, mal schauen. Jetzt müsst ihr aber den ja reinschreiben, dass sie. Also, der Unterschied ist hier dran. Genau. Das ist hier, man hat die Inhalte alle. Verfügbare Inhalte ansehen, das ist doch wichtig hier. Es stehen keine Preise mehr dran. Vorher standen die Preise dran. Das ist ein so fantastisches Spiel. Meine Fresse. Das ist ein schwieriger Einstieg in das Spiel. Aber wenn man dann einmal richtig drin ist, dann macht das so viel Bock. Atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Worts gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion, eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm. Gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Wartet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen.
aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar. Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Das ist ein interessanter Anfang. Das fängt jetzt, New Vegas fängt nicht damit an, dass man aus einer Vault kommt. Ja, obwohl, die können ja nicht das dauernd wieder aufwärmen. Obwohl, in 4 war es ja wieder so. Söldner-Erweiterungspaket. Hinzugefügt. Karawane-Erweiterungspaket zum Inventar hinzugefügt. Das sind übrigens die ganzen Erweiterungen, die ich meinte. Die DLCs. Stammeserweiterungspaket hinzugefügt. Sie sind wach. Na sowas. Klassisches Erweiterungspaket hinzugefügt. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Sehr gut. Kurier ist ein blöder Name. Wie nenne ich mich denn? Ich nenne mich einfach, wie mein YouTube-Kanal heißt. So natürlich nicht. Wo ist denn Großbuchstaben? Große Symbole ist das. Muss ich nochmal drücken. Now! Ich werde übrigens kein Let's Play machen, ich werde das hier damit wohl dann belassen hier. Das ist eigentlich hauptsächlich gewesen, falls jemand das gleiche Problem hat. Lipowski-Land ist mein YouTube-Kanal. Falls jemand anderes das Spiel spielen will. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte. Und vermisst auch die DLCs. Wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Ich bin Doug Mitchell. Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Charaktereditor. Wie habe ich es gemacht? Ich spiele einen Mann, ich bin ein Mann. Afroamerikanisch, asiatisch, Latino, weiß. Oder lassen wir das so. Sieht aus wie Duke Nukem. Ah. Ihn zum Beispiel, das wäre einfach so, wie man eben nicht ist. Ja, ein Glatzenpapst will ich nicht unbedingt sein. Ich würde sagen, das ist so ein Walrossbart will ich aber auch nicht haben. Ich nehme mal hier Captain Vollbart. Form, Ton, Augenfarbe. So Zombie-Hell braucht auch nicht sein. Ach, das sind bestimmt die Augen, glaube ich. Augenhöhlen. Ja gut, das Problem ist immer, wenn ich versuche, zu viel am Charaktereditor rumzuwählen, damit das früher oder später ein Monster. Nehmen wir die goldene Mitte, oder so hier. Da hat er schon einiges erlebt. Frisur. Das ist ein Kahlkopf. Ja. Halbplatz schon mal gar nicht, als Ödländer. Ah, hier wie Hulk Hogan hier. Sarge. Ah, ich mach mal kurz hier einen Stop and Go.
Irgendwie geht das besser mit meinem PC, wenn ich mehrere kleine Videos habe, als wenn ich ein großes mache. Na, was ist das denn? Das erinnert mich an diesen Trevor von GTA 5, der mich eigentlich dazu gebracht hat, das Spiel aufzuhören. Ich habe keine Lust, wie so ein Vollidiot durch die Gegend zu laufen und alles abzuknallen. Das ist ein Highraiser. Gegenwind. Die Unruhe. Ah, hier mal Struffel. Haarfarbe. Das ist doch... Ja, so ein helles Braun. Das haben wir noch am Start. Hellbraun. Okay, das lassen wir mal lieber. Gesichtsbehaarung. Ah, es gefällt mir besser als so ein... Nee. Der ist okay. Was haben wir hier denn noch? Na, was ist das für ein Doppelkinn? Also ein Doppelkinn? Na gut. Bin auch nicht das Schlankeste. Dann nehmen wir mal hier den Raubbart. Backenschnauzer. Nee, Gentleman. Bäh. Also am besten gefällt mir noch wieder das hier. Das ist okay. Na, ich lasse das. Okay, fertig. Gefällt Ihnen Ihre Figur? Natürlich, die ist so fantastisch. Naja, die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut, es bringt nichts mehr, Sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob Sie aufstehen können. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Sehr gut. Das ist doch ganz geschmeidig. Bei manchen Spielen ist das ja umgekehrt. Da irritiert mich das. Hier kann ich es richtig intuitiv machen, aber wenn ich wenn ich runterdrücken muss für rauf, dann bringt mich das dermaßen. Das ist wahrscheinlich Gewohnheit. Also mich würde es so rausbringen, dass ich es nicht spielen könnte, wenn ich das umstellen könnte. Schreibmaschinen. Ja, und so beginnt Fallout New Vegas, aber das soll auch kein Let's Play werden. Bei meiner Art und Weise, diese Spiele zu spielen, würden die 5000 Stunden beanspruchen. Das ist doch fantastisch hier. Übrigens habe ich am Rande erwähnt, eigentlich Fallout 3 schon mal für die PS3 damals geholt gehabt. Auch die, wie heißt das hier nochmal? Ich weiß ja nicht, ob das auch Ultimate Edition hieß. Ich glaube, das hieß Game of the Year Edition, war das. Das Problem war aber, dass das meine PlayStation zum einen... Ich habe also den Anfang konnte ich spielen von Fallout 3 und später... das war sogar noch in der Vault, aber ziemlich zum Schluss, wo man in der Vault ist. Ich glaube, bei den Schießübungen mit dem Vater, da hat es da meine PlayStation ganz mies erwischt. Ich konnte die auch nicht mal anschmeißen. Ich konnte vom Glück sagen, dass das ein Neukauf gewesen ist. Da bin ich zum Fachmarkt damit hin und habe die da abgegeben. Und als sie mir dann dass ich die Konsole dann abholen konnte, die haben, mache ich ja so eine E-Mail-Benachrichtigung, da habe ich das Spiel gleich wieder eingetauscht. Da habe ich gleich wieder abgegeben, da habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Ein Spiel darf meiner Meinung nach, das kann da ruhig, das ist ja heutzutage beinahe schon Normalität, dass ein Spiel ab und zu mal abstürzt. Muss nicht immer sein, aber so einmal im Monat passiert sowas schon mal. Aber sagen wir mal ehrlich. Aber ich muss euch sagen, mich stört die Grafik. Mir gefällt die Grafik hier. Das sind für mich übrigens so die Klassiker. Fallout, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider 1, Dino Crisis, Resident Evil 2 würde ich eher schon sagen. Resident Evil Code Veronica. Das sind für mich die Klassiker. Ja, gut, vielleicht noch Wonderboy und Monsterland. Aber ich kann mit Nintendo nicht so viel anfangen. Zumindest so klassikermäßig. Für mich ist, ja, Super Mario Bros. Und so. Das sind jetzt nicht die Spiele, die ich total abgefeiert hätte. So muss das gehen, so richtig smoothie. Man darf nicht drüber nachdenken, wie man steuert. Das ist das, was eine gute Steuerung definiert. Man lenkt einfach. Man denkt aber nicht dauernd drüber nach, oben ist oben, unten ist unten und so ein Zeug.
So, ich habe mal kurz geguckt, wie das auf dem kleinen Bildschirm von der Kamera aussieht. Nehmen Sie, was nehmen die? Nehmen Sie? Ja, und hiermit beende ich das Video auch. Fallout New Vegas. Man sieht es ja, auf der Xbox One bringt es auch nichts, wenn ich... Das Problem ist ja auch, ich kann ja nicht die Discs installieren. Da hat man wirklich die Arschkarte. Man kann wirklich nicht die DLCs spielen. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich auf der Xbox 360, speichere ich ja in der Cloud, wenn ich ein DLC spiele in der 360 und lade diesen Speicherstand dann auf der Xbox One. Oder wenn ich es ohnehin auf der Xbox One starte, ob da dann die ganzen DLCs, die ich auf der Xbox 360 ja installiert habe, auf der Xbox One auch übernimmt und da installiert. Sonst wird das ja keinen Sinn ergeben. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Ihr habt da gesehen, auf der 360 ist das einfach Disk 1 installieren, Disk 2, von Disk 2 starten das Spiel. Und dann, das ist ein bisschen friemlich, finde ich. Ich hätte eigentlich gedacht, man legt Disk 1 rein und dann steht das Wort Ultimate Edition. Wenn man das also so installiert, einfach Disk 1 reinschmeißt, installiert, anfängt zu zocken, dann hat man nur die Standard-Edition. Da kann man die ganzen DLCs, vermute ich mal, gar nicht spielen. Aber wie dem auch sei, ich fange jetzt an, Fallout zu spielen, Fallout in Vegas. Was ich mir übrigens nicht holen werde, ist, ich habe ja schon Skyrim für die PlayStation 3, Skyrim 5, The Elder Scrolls Skyrim 5. Auch ein fantastisches Spiel. Vielleicht mal als günstigen Kauf. Vorbestellt habe ich mir Dishonored 2. Da habe ich die Box von. Mit den aus von armen indischen Kindern zusammengehäkelten T-Shirt. Was will man auch für Stundenlöhne erwarten, wenn man gefühlt 500 Milliarden Einwohner hat? Hier, das habe ich mir bestellt. Dishonored 2. Auch Bethesda übrigens, by the way. Die auch Fallout und Skyrim gemacht haben. Vielleicht sollte ich keine so großen Erwartungen drin dran machen. Aber dadurch, dass ich auch Thief so gut fand und Fallout so gut finde und Rollenspiele generell so gut finde und Tomb Raider so gut finde, würde ich mal sagen, wäre das durchaus denkbar, dass das auch gut ist. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bevor es allzu lang wird. Jo, weiß auch nicht, was ich sonst noch sagen soll. Soll ich jetzt auf nach Daumen hoch schleimen oder sowas, wie es manche machen? Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß, was auch immer ihr spielt.